Willkommen zurück, Reisende. Ich habe uns jetzt in das neue Gebiet, hier wo wir hin wollten, bin ich schon hingesprungen für uns. Eine Station, die wir schon sehen. Zwei Fragezeichen, vielleicht andere Stationen, denke ich mal. Und direkt hier an der, an dem Hypersprungrelais, direkt auch ein Kontakt aufgetaucht. Werde ich mal ein bisschen Tempo runternehmen. Nein, oh Gott. Wenn man einmal die falsche Taste drückt, ne? Gucken, der will uns bestimmt angreifen. Ja, Herrgott, jetzt fliegt er hin. Meine Fresse. Werden wir gleich mal sehen, was hier in dem Gebiet abgeht. Also, Welgan-Schiff. Schließen wir halt auf den Kontrollraum. Ah, abgefangen. Wie man gesehen hat, hat er einen Schuss von uns abgefangen, weil er auch wie wir Sprungverteidigung hat. So, gucken, müssen wir das reparieren? Nö. Können wir das einsammeln? Und dann uns Richtung Station begeben. Und alles auf dem Weg dahin werden wir natürlich auch angreifen. Also alles, was rot blinkt, logischerweise. Können eigentlich auch mal einstellen. Aber so wenig Platz haben. Dann nur noch Munition für die Raketen. Schwefel, Eisen und Uran einsammeln. Ab geht's zur Station. Oh, da ist ein Fragezeichen. Oh, da ist noch eins. Mhm. Das sind ja viele. 3, 6, 9 Stück. Okay. Das sind wieder so Pillopallo. Billigschiffe. Jetzt zerschießen den hier. Da ist noch eins. Noch ein Elfer. Gucken, ob wir uns schnell genug gedreht kriegen. Ah, okay. Wir haben einfach mit einer Atomrakete drauf geschossen. Gehen wir ganz schön auf die Nerven, diese kleinen Schiffe. Erstmal vor unseren Schilden her schieben und dann direkt reinschießen. So. Also diese Minischiffe sind aber nervig da. Denn wir müssen uns reparieren. So. Ist da. Kohlenstoff. Brauchen wir aber gar nicht, oder? Ne, wir brauchen Eisen. Nichts mit Kohlenstoff. Gut. Seitwärts fliegen kriegt unser Schiff irgendwie nicht hin.
Ja, cool. Also umso höher das Gebiet, umso mehr hakt das Spiel, oder was? Oh ey, wieder so Billo-Schiffe. Meine Fresse. Die ignoriere ich einfach direkt. 2, 2. Da ist ein 12er. Cockpit, los, feuern. So, ist Geschichte. Guck mal, die anderen sind schon Schrott, nur weil sie sich nähern. Schießt überhaupt noch irgendwas? Der hier. So. Noch so eine Nervensäge. Also die sind nur nervig. Das ist alles, was sie sind. Die Munitionsverschwendung, die Dinger. So. Weiter Richtung Station. Ein nicht anhalten. Also, was gibt's hier? Also bis jetzt haben wir nur ein 12er Schiff gesehen. Aber wir sind doch 10 bis 16, also sind wir gesprungen. Oh ne, wir schieben schon wieder Müll vor uns her. Asteroidenfelder, ne? Bin Arsch. Ein 14er. Gucken, wer zuerst durch die Schilde kommt. Ah, wir. Wundert mich bei 384, 54. Machen Schaden jetzt auch nicht im geringsten. Weil ich habe. Kann ich euch gleich mal zeigen. Bei dem Bauplan. Wie viel Scheiße wir vor uns erschieben, ne? So. Und zwar. Man sieht jetzt hier das Feld nicht mehr. Also dieses Quadrat. Diese Quadrate. Ich habe die Railgun so lang gebaut. Wie nur irgend möglich. Aber ich habe mich dafür entschieden, hier unten noch Panzerung und Schilde hinzusetzen. Sonst hätte man die noch ein Segment länger bauen können. Eins. Ja, ein Segment länger, aber das geht so ja auch schon. Weiß gar nicht. Irgendwo wurde angezeigt, wie viele Segmente man braucht. Also oder haben kann. Ah, hier ist das. 30 Stück geben schon 304%. Also. Wir haben ein paar mehr. Also das absolute Maximum. Jetzt gucken wir mal, was wir hier bei der Station so. Rette die Station. Es gibt sogar Ruhm. Das gibt. Ach so, ist nur 12er. Was denn? Ah, cool. Wir können jetzt 2 Missionen machen. Ist jetzt nicht deren Ernst. Was zum... Hm.
Munition brauchen wir nur echt nicht. Da kann er erstmal Schwefel ins Eisen abdrücken. Vielleicht war 14 bis 16 nicht so die Idee. Ja, ich... Uff. Also wenn, müssen wir die anderen beiden Stationen gucken. Die werden ja da und da sein. Also weil wenn es hier gar keinen Ruf gibt, dann können wir auch direkt ins Endgebiet springen. Kann ich von dem Crew kaufen? Nö, weil das Töten des Schiffes hat uns auch null Ruhm gegeben. Gut, es waren auch nur so billige Schiffe. Jetzt müssen wir ernsthaft da hocheiern. Also irgendwie haben wir ganz schön ab und zu Triebwerksausfälle. Wir brauchen echt Personal. Geht ja nicht, wenn hier nur so... Echt, da lohnt das Schießen nicht. Mann, Mann, Mann. Munitionsverschwendung, echt, das ist alles. Ja, kommt auch ein großes Schiff. Ah, endlich ein großes Schiff. Ein Achter. Super. Los, schieß drauf. Boah, echt jetzt? Geht doch. Ey, diese Windschiffe, ne? Die mir auf die Nerven. Weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ey, die nerven doch einfach nur. Die machen keinen Schaden, ist alles. Einfach nur nervig, die Dinger. Oh, versehentlich Schiff kaputt gemacht. So. Oh Gott. Hauptsache, wir haben nicht durchgeschossen. Geht doch. Da ist noch einer. Ein Einser, das ist doch einfach nur ein Kommandoraum. So, hier hinfliegen. Wo ist heute noch? Reparieren? Oh nein. So. Na, immerhin können wir Hyperraum-Tanks wieder auffüllen. Dann jetzt direkt ab zur Station. Oh Gott, da hängt schon wieder ein Schiff bei uns. Irgendwie sollen die Station auch noch retten. Das heißt, sie wird angegriffen. Gibt's da... Nicht, aber warte doch, FE ist Eisen. Cool. Eisen ist... Ach, da ist das Eisen. Ja, das hätte mir jetzt auch mal sagen können. Haben wir direkt wieder ein bisschen, um Raketen herzustellen. Auch cool. Und es lag auf unserem Weg, also wir mussten jetzt nicht extra einen Umweg fliegen. Ich habe überall Luftschleusen eingebaut, ne? Ohne Ende. Und trotzdem kommen die vom anderen Ende des Schiffs. So, jetzt fliegt er hoch, lass ein paar Piraten zerstören. Und gucken, ob da eine bessere Quest gibt, die uns irgendwie Ruhm gibt. Boah, ein Zielgebiet.
Mal gleich mal gucken. Oh, ein 15er. Der gibt sogar Ruhm. Cool. Aber wenn wir jetzt einfach direkt da drauf schießen, sind seine Wandräume hin. Also warte mal, wir sind schon wieder... Warum sind wir schon wieder so weit weg? Ja, ist doch in Ordnung. Die Reichweite der Railgun. Also warum schießen wir da nicht? Warum kommen wir denn nicht ganz durch? Wenn unser... Ah. Was soll denn das? Wir haben keine Energie. Also der hätte übrigens Atomraketen. Warum zum Henker schießen wir nicht? Keine Energie. Also hier sind genug Quartiere und Reaktoren, ne? Also mal im Ernst. Was schießt denn hier auf ihn? Also, wir müssten eigentlich das Schiff durchschießen können. Das klappt aber halt nur, wenn wir auch schießen. Also, mal im Ernst, wir haben... Was schießt denn hier auf ihn? Ein anderer 15er. Mit einem Traktorstrahl. Ja gut, das müssen wir dann aber nochmal schauen, was da schiefgelaufen ist. Also wir brauchen echt mehr Personal, scheint so. Wart mal, können wir den da rufen? Der will nicht, okay. Nein, was? Nein. So. Werden wir jetzt erstmal ein paar Piraten vernichten. Oh, der will scheinbar auch. Also wie gesagt, es würde jetzt sehr viele Ressourcen geben, wenn wir warten. Aber die macht es wohl eh nicht mehr lange. Die Station. Dann können wir einfach hier mal drauf schießen. Hallo? Was zum... Hätte unser Schiff mal die Güte zu schießen? Also für das mit Station retten jetzt aber nichts, du. Also da hätten wir auch bei unserem Prisma-Schiff bleiben können.
Was zum Henker macht unser Schiff? Also diese Schiffkonstruktion, ne? Also entweder sind es kleine Schiffe oder so ein einfach nur dumm breit gebautes mit 5, 6 Cockpits. Oh Gott, schieß doch mal mein dämliches Schiff. Geht doch. Das ist immer noch ein Kontrollraum. Meine Güte, ich gehe mit. Es war eine übernommene Mini-Station hier eben. Ja. Ja, könnte unser Schiff jetzt mal hier hinfliegen. Ich war. Immerhin gibt es ein bisschen Ruf. Ruhm, nicht Ruf. Also hier kriegen wir bis 5100 ein bisschen Ruhm. Hier bis 6500. Dann machen wir die Piratenbasis zum Schluss. Wegen der Ruhmgrenze hier. Dann machen wir erst die Mission bis 5000. So, haben die hier keine Raketenteile, ist nicht wahr? Also, die Piratenbasis ganz zum Schluss. Das ist die, weil wenn wir das Ruhm-Cap erreicht haben, kommen wir für die Piratenbasis ja immer noch welches. Das heißt, die geben wir ganz zum Schluss ab. Ja, wir können erstmal das hier machen, das ist ja direkt hier. So. Was haben wir denn hier? Ah, der gibt auch Ruhm, wenn wir ihn einfach töten. Cool. Ein bisschen sehr viele Schilde. Weiß gar nicht, ob das, ob wir die alle kaputt geschossen kriegen, so langsam wie wir schießen. Ja, doch, geht. Weil er kann die ja wieder aufladen, während wir nachladen. Nö, aber hat er nicht gekonnt. So, und dann. Ja, krass, wir haben den. Ach, ist doch ein Scheiß da. Geil, jetzt haben. Sobald. Nachdem wir jetzt in einem höheren Gebiet sind, haben wir den blöden Bug auch. Wir kriegen kein. Es stand extra bei, dass wir Ruhm bekommen. Und wir haben keinen bekommen. Ja, komm, ey, da habe ich jetzt einen Bock drauf. Dann kriegen wir jetzt nur noch die durch die Mission. Dann werden wir auch nichts anderes mehr abknallen. Wenn wir jetzt das hier machen. Ja, aber langsam die Schnauze voll. Aber unbekannter Kontakt. Ich einfach sterben. Meine Fresse. So. Schieß drauf. Haben wir beide getroffen? Nö. Ah, jetzt aber. So, dahin, wenn ich bitten dürfte. Kann ja nicht sein. Wir arbeiten uns hier den Arsch ab, um die zu vernichten und dann kriegen wir keinen Ruhm dafür. Ja, komm, töte ihn einfach. Mann, ey. Hier, 199. Steht unten drunter. Das sind blau.
Stufe 15, Rocco's Revenge, 199 Ruhm fürs Töten. Ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt 4.967. Oh nein, ich habe schon das blöde Spiel schon wieder gedreht. Kann man eigentlich auf die Idee hier die nämlich einen Tasten so nah nebeneinander zu legen? Mann, Mann, Mann. Ja, hau nicht ab, lass dich töten. Und wir haben immer noch 4.967. Nein. Oh, jetzt schieben wir dämliche Meteoriten vor uns her. Jetzt hakt, also, weißt du, erledigt. Ja, keinen Ruhm bekommen, weil, warum auch? Sollten wir? Ja, so dauert das ja ewig bis zum Level Cap von 10.000, Ruhm Cap. Na, ja, ganz prima. So werden wir auch erst im allerletzten Gebiet zum Ende hin genug Crew haben. Ist doch scheiße. Ja, komm, lass sie einfach schneller töten. Nicht nur, dass es keinen Ruhm mehr gibt. Nö. Jetzt hakt das Spiel auch noch. Scheiße da. Ja, lasst euch doch einfach töten. Alles so Pimmeldinger da. So, schieß da drauf. Herrgott, schieß, ist nicht so schwer. Echt jetzt, ist nicht sein Ernst. Boah, Alter. Schnell das Ding doch mal ab. Ja. Wer den nachgeladen hat, ist nächste Woche. Jetzt haben wir keine Energie. Ja, so macht Welgan spielen auch echt Spaß. Also wir haben genug Crew für eine Welgan. Dann wäre es aber super langweilig. Was soll ich mit so einem kleinen Billo-Schiff? Wahrscheinlich. Ja, geil, wir fliegen schon wieder in die Sonne. Hört mein Schiff denn auch gar nicht? Oh, ist nicht sein Scheiß Ernst, oder was? Ja, dann schieben wir die einfach noch da hinten. Mein Problem jetzt hier. Jetzt lass dich doch endlich töten, ist doch nicht so schwer. Mann, Mann, Mann. Ja, und du geh mir nicht gleich noch auf den Sack hier. Jetzt hat der uns eine Wellgun zerschossen, dieser kleine Wichser. Ja, ist klar, wo kommt der denn jetzt her?
Ja, das hat sich dann wohl eher erledigt. Oh nee, wir fliegen schon wieder in die Sonne. Könnte er nicht einfach den mal zerstören jetzt hier? Ja, einfach nur künstlich in die Länge gezogen, weil du kein Personal hast. Ganz prima. Habe ich jetzt einen Nerv drauf, ey. Ah, zerstört. Meine Fresse da. Ja geil, können wir nicht reparieren. Ey, ist auch scheiße. Wir hätten nicht in die Sonne fliegen sollen, aber naja. Unser Schiff ja sowieso macht, was es lustig ist. Ja, geil. Rennen wir denn irgendwo? Ja, wir Latte, wir können gar nichts mehr reparieren. Hat der denn hier irgendwas? Hatten der. Elf Triestahl, 21. Oh, immerhin hat er Munition. Ja, das hat uns voll zerschossen. Dass er eben behauptet hat, wir haben keinen Stall, obwohl der hier rumliegt. Müssen wir jetzt zur Station und hoffen, dass die blöden Triestahl haben, ey. Ist doch scheiße. Ah, fertig mit Einsammeln jetzt hier. Zur dämlichen Station ist doch kacke. Crew können wir nicht kaufen, weil wir ja jedes Mal bei den Schiffen keinen Ruhm bekommen. Weil, warum auch? Und wie das die ganze Zeit am Haken ist in den hohen Gebieten. Ist doch scheiße. Mal im Ernst, ne? Die Station kann mir ja am Sack lutschen, ey. Ist mir so scheißegal. Ja, die hat keinen Triestahl, weil. Warum auch? Geil. Ist von Hand reparieren. Gott. Noch irgendwas? Es ist nur noch das hier. Ist doch scheiße.
Gehen wir jetzt da hoch. Naja, drei Stück haben wir ja noch. Oh ja, Gott, leck mich. Ich sterb doch einfach, ey. Jetzt fällt unser dämlicher Sensor in einer Tour aus. Schlussfriedhofen. Hier wird bestimmt kein Triestall rumliegen. Ja. Warum sollte unser Scheißschiff auch mal schießen? Echt mal. Naja, mit einem weniger kommen wir jetzt natürlich gar nicht mehr durch seine Scheißschilde. Und der ballert die ganze Zeit auf unsere. Oder zu nah sind. Okay. So ein Scheiß, ey. Ja, und jetzt haben unsere keine Energie mehr, die funktionierenden. Ja geil, jetzt dürfen wir ewig probieren, hier rückwärts wegzufliegen. Boah, meine scheiß Crew sich dazu entscheidet, das Ding aufzuladen. Endlich, ey. Hat der Triestahl. Jetzt sehen die Sensoren wieder aus. Jetzt die Musik weg. Es wird immer besser. Mal im Ernst, hier liegt Triestahl rum, denn bloß weil unser... Eigentlich reicht es, wenn es hier rumliegt, zum Reparieren. Und was ist? Nein. Meine Fresse, ja, dann kommt halt zurück. Ey, das geht mir so auf den Geist. Ja, die Luftschleuse nehmen, die am weitesten weg liegt. Super Idee. Oh ja, komm, lasst euch töten, ey. Cool, die haben sich selbst... Schon wieder der. Ja, das hat sich erledigt. Aha. Ist doch nicht wahr, ey. Können wir uns auch drehen? Jo. Ist völlig egal hier, oder was? Wir müssten schneller sein. Ja, das Spiel will mich doch verkackarschen, ey. Aber im Ernst, wir fliegen 80 Sachen, ne? Könnte der andere mal auf ihn schießen? Boah, Alter, ich hab angehalten. Ja. Ja, wir schießen jetzt direkt auf den Reaktor. So. Wir werden wieder nichts reparieren können. So. Warum auch? Nicht genug Stahl. Stahl liegt ja auch nicht rum. Meine Fresse, ey. Alter, lass dich reparieren, du Haufen Scheiße. Hier sitzt gar keiner, wird ja mal besser. Nicht nur, dass die weil wir kein Personal haben, ihre Scheißmunition selber tragen müssen. Nö, sitzt doch keiner. Also man muss echt
gezwungenermaßen mit einem kleinen Schiff spielen. Das haben wir jetzt gelernt. Aber das Spiel kann mich, ich spiele mit dem großen Schiff. Ich würde das Schiff noch größer bauen, geht noch nicht. Weil dann könnte man noch eine schöne Form machen. Aber wenn man eine schöne Form will, muss man es kleiner bauen. Scheiße, was ist hier? Eine der scheiß Stationen, die nichts zum Reparieren hat. Ah. Irgendeins der Drecksschiffe hier. Riechstall. Ah, 6. Super. Kacke, welchen von den beiden Idioten habe ich denn gerufen? Aber den anderen. Nuklearraketenteile, ja. Riechstall hat er nicht. Cool. Diese Hurenstation hat wahrscheinlich auch keine Angestellten mehr. Oh, sie hat Angestellte. Oh. Na, scheiße. 3 Triestall, wow. Also das hier werden wir wohl nie repariert kriegen. Also er hat gerade von den beiden hier Triestahl bekommen. Ei-Raketenteile. Hat der andere so. Immerhin haben wir jetzt ein klein bisschen Crew bekommen. Oh. Also der hier hatte den Triestahl. Die jetzt neue Noten? Ja, 34. Also er wir genug Crew zusammen haben. Wir müssen hier mal auf ein anderes Schiff warten, das 25 Triestahl dabei hat. Ein bisschen ärgerlich. Gut, dann werde ich jetzt hier auf Triestahl warten. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir ja ein klein bisschen Ruhm in Stücken bekommen wir ja noch. Wird sich alles unnötig in die Länge ziehen, weil wir nicht genug Crew haben. Aber naja. Oh, hier kommt ein Schiff. Oh, wir konnten es reparieren. Endlich. Gucken, hat er auch Personal? 5. Weil es bringt viel mehr auch das Personal von den Schiffen zu kaufen, als nur von den dämlichen Stationen. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Die letzte Mission wird dann sein, die Piratenbasis zu machen. Vorher werden wir die anderen machen. Hier müssen wir wieder eine dämliche Station retten. Und die machen wir halt zum Schluss wegen dem Ruhm. Ja, wir haben mehr Personal und immer mehr Ausfälle. Das ist auch für den Arsch. Jetzt schieben wir wieder einen scheiß Stein vor uns her. Ah ja, jetzt sagt's wieder, warum auch. Ja, ist nicht. Ah, ey. Ja, geil. Umso in den Anfangs... Oh, hier geht gar nichts mehr. Und nein, es ist nicht der Computer. Der ist ausgelegt, um 10 von den Scheißspielen gleichzeitig zu machen und aufzunehmen. Oh, ein Schwachsinnsschiff. Schieß drauf, los, nicht ewig Zeit.
Wo will unser Scheißschiff denn schon wieder hin? Oh Gott, der hat schon wieder mehrere Brücken. Das ist doch auch Absicht. Nur nervig gemacht. Aber die ist hin. Immerhin, wir schießen direkt komplett das Schiff. So. Hat das irgendwas für uns? Immerhin ist es ein Raketenschiff. So, wir haben jetzt Triestahl wieder angemacht, Stahl nicht. Gut. Ja, sammel das ein, heute noch. Und ein bisschen Eisen, ein bisschen Schwefel, können wir unsere Munition wieder herstellen. Kann ich die Munition hier direkt klauen? Ah doch, können wir. Cool. Okay. Wir sind schon wieder gefährlich nah an der Sonne. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.